Ich glaube, die wenigsten haben sowas schon mal gesehen. Weil wir bauen ein Monster-Aquarium auf. Nate-Drop. Einen wunderschönen guten... Oh, jetzt bin ich hier einmal dran gedatscht. Einen wunderschönen guten Morgen. Neben mir ist der Rudi. Und wir fahren heute mit einer Tonne Glas im Gepäck, eine Menge Silikon zu. Ich glaube, 10 Leuten stehen bereit. Genau. Weil wir bauen ein Monster-Aquarium auf. Wir kamen dann da an, das war noch ein Rohbau, weil es einfach schwierig ist, natürlich solche Riesenscheiben irgendwie in ein bestehendes Haus, wo schon Türen drin sind und so, reinzutragen. Also da macht man das natürlich lieber als allererstes, zumal das Aquarium ja auch das Wichtigste ist. Nein, es war natürlich alles sehr, sehr gut geplant, auch von dem Besitzer. Das war ein Privatprojekt, was da gebaut wird. Und da war schon das Fundament gegossen und solche Geschichten. Auf jeden Fall war es ja vonnöten, dass uns Leute helfen, weil ich meine, was machst du mit 1000 Kilogramm Glas? Die kannst du ja nicht alleine irgendwo hinschleppen. Von daher auch Respekt an Rudi, dass er ans andere Ende von Deutschland fährt und alleine mal so ein Ding aufbaut. Also das macht, glaube ich, jetzt nicht jeder. Also da waren ein Haufen von Menschen, die sofort mit angepackt haben. Ich konnte so schnell gar nicht filmen. Da kam dann Bagger von der Seite und ruckzuck war das ganze Ding einmal eine Etage höher, wo es dann weiterging. Als allererstes wurde eine Holzplatte ausgelegt. Darauf ist dann Dämmmaterial gekommen. Und dann wurden auch schon die ersten Scheiben gebracht. Das ist schon nochmal eine andere Kategorie, auch in so einer Scheibendicke. Das waren 2x15 mm VSG, also 30 mm Glasscheiben. Das war ein Wahnsinn, was für Dimensionen, wirklich. Also das schleppst jetzt hier eine Fliege hier drin, ich werd verrückt. Raus! Auf jeden Fall haben wir diese Leute auch echt gebraucht. Weil das schleppst du nicht mal eben alleine, ist ja klar. Ja, vielleicht. Nur mal die Schlaufe, danke. Jetzt gehen wir doch da durch. Nein, ich jetzt doch hinten rum. Ich hatte nur die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand so ein Ding fallen lässt oder aneckt oder so. Boah. Hey, draußen konzentriert sein. So Jungs, jetzt geht's Wasser. Als es dann ans Kleben ging, hat Rudi erklärt, dass das Ganze sehr, sehr, sehr schnell vonstatten gehen muss. Du kannst also nicht ein halbes Aquarium kleben, das dann einen halben Tag stehen lassen und dann weiterkleben. Also das muss in einem Rutsch durchgeklebt werden. Eine Tube pro Fuge. Und da ist Silikon reingeflossen, ohne Ende, echt, also brutal, weil das muss natürlich auch halten, ist ja klar, da ist so viel Druck drauf, bei so einer Höhe. Wie viel Silikon wird denn in so ein Becken reingepumpt? Also das Becken hier selber, das ist relativ hoch, relativ dicke Stoßnähte, 30 mm Stoßnaht allein. Also ich glaube, wir haben irgendwie 25, 26 Silikontuben haben wir hier reingejagt. Also was ist so ein Normalbecken zum Vergleich? Also wenn ich jetzt ein 2 Meter Becken mal 60 mal 60, so ein Standard 720 Liter, da brauche ich 3 Tuben. 3,5. Und hier haben wir knapp 25. Also es ist schon eine Ansage. Bevor ich das jetzt in den Kommentaren lese bezüglich Preis, ich besuche Rudi in einem anderen Video. Da könnt ihr euch echt drauf freuen. Da geht es nämlich auch um Preise. Da geht es auch um sein Privatprojekt. Da hat sich einiges getan. Wir freuen uns einfach für den Besitzer, dass er jetzt so ein wunderschönes Aquarium zu Hause haben darf. Und ich denke, damit können wir alle gut leben. Eine Frage, die ganz, ganz oft kommt. Ja. Du hast ja die Bodenscheibe aufgeteilt in mehrere Teile. Genau. Was hat das denn für einen Vorteil? Warum man das macht, ist einfach, dass wir einfach den Druck vom Boden wegnehmen. Angenommen, der Kunde macht einen Unterbau und da sackt irgendwie eine Ecke ab. Und wir haben eine Scheibe. Was passiert? Wir haben ordentlich Spannung und irgendwann macht's Knack. Und mehrere Bodenscheiben sind wie ein Gummiboden einfach, ne? Ja, das kannst verstehe. Du dann besser arbeiten. Deswegen okay, macht und das wahrscheinlich Sinn. Zum Einbauen auch einfacher. Zum Einbauen einfacher, natürlich zum Handling, ist wie ein Puzzle und es ist immer besser. Als dann alle Scheiben am richtigen Ort standen, wurde es Zeit für die große Frontscheibe. Das war so mit der spannendste Teil eigentlich.
Und da haben alle noch mal ganz schön geschwitzt. Einer schiebt die Hölzer. Bis ans Becken. Eins, zwei, los. Genau, nur die Hölzer bis ans Becken. Und die gehen bis zum Becken. Warte mal, ich muss euch rein. Warte, ich muss meinen Sauge noch wegmachen, der rutscht schon. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch näher dran, aber ihr könnt schon mal ins Becken rein. Bobby, achtet mal auf die Fugen. Ja. Genau, geht ihr mal zu dritt ins Becken. Genau, die Sauge habt ihr, hier gehe ich hin. Jetzt gehen wir noch mal etwas... Was bitte mit den Platten da vor? Ja, Moment. Wir gehen noch mal näher ans Becken gleich dran. Ja, genau. Ja. Warte, das ist viel zu tief, wir können gar nicht packen. Gehen wir erstmal, erstmal noch ein Stück näher. Erstmal noch ein Stückchen näher. Erstmal näher. Okay, so. Jetzt gehen wir hoch und dann leicht schräg halten, ne? Ja, gleich eins, zwei, drei. Zu mir? Schräg. Super. Unten dran drücken erstmal. Ja. Millimeter noch zu dir, unten dran und leicht oben nur. Boah, da kriegst du... Oh, Alter! Ja. Was? Super, Jungs. Heute ist doch der einzige. So, stopp mal. Können wir noch einen Millimeter rüber bei euch? Ich sehe nichts von der Pampe. Okay, stopp. Millimeter ist krass. Ja, ich will nur nichts. Ja, so gefällt's mir. So, jetzt müssen wir alle mal. Okay, stopp. Jetzt könnt ihr oben einer links, einer rechts hier die beide so zusammen und dann ganz leicht zusammendrücken oben nur. Hinten auch. Und wir drücken unten mal gegen, weil unten haben wir einen Anschlag. Einmal oben gegen die Fuge, alle Mann. Ne, dass der Saft rauskommt. Was genau ist denn hier jetzt an Glastypen verbaut und auch an Millimeter? Also man hat gesehen, es sind zwei Scheiben aufeinander geklebt. Ne? Genau, also es ist 2x15mm Glas, VSG, die werden halt aufeinander gepresst zu einer Scheibe. Und ich sag mal, diese 2x15mm, die kann man bis 1,40 m Höhe machen. Kommt natürlich auf die Fläche an, irgendwann ist ja auch Ende, wir können ja nicht unendlich weit bauen. Aber grundsätzlich zu den Glasstärken ist so bis 70er Höhe 12mm, bis 80er Höhe 15mm. Bis Meter Höhe 19 mm, bis Meter 20er Höhe 2x12 mm, okay. Bis Meter 40, 2x15 mm und so weiter. Also es geht immer weiter nach oben. Das sind aber keine Poolbecken dann, ne? Das sind dann alles genau. Schon mit Stegen. Und bei den großen Becken ab 1 Meter sollte man dann noch einen Stahlrahmen nehmen, wie wir das auch hier gemacht haben. Passt der rein? Oh, ja, sind wir drum. Alles gut. Gar nicht? Kein Scheiß. Eins! Und ich kriege alle Füße, ey. Fast 100%ig. Alter, das war saugend war das. Der Stahlrahmen, der unterstützt quasi das Ganze nochmal. Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall schon ein Muss, ne, wenn man da langfristig Ruhe haben will. Was haben wir hier für eine Größe? 3 Meter mal 1,30 Meter und... Also 3 Meter lang, 1,20 Meter tief und 1,30 Meter hoch. Ja, ne? Das ist natürlich okay. Macht das schon Sinn. Ist aber alles gut geworden und sieht super aus und... Ist auf jeden Fall langlebig. Du verbaust ja wahrscheinlich bei so einem Becken nicht nur Weißglas, oder? Also da sind auch Also die Sichtseiten, Flow-Glas. Je nach Kundenwunsch. Ne? Die zwei Sichtseiten sind jetzt Weißglas und die zwei hinteren Scheiben und Wandscheibe, das ist jetzt normal Standard Float 15, aufeinander gepresst zu VSG und ist auch schwer. Ne? Also eine Frontscheibe, die musste man ja mit 10 Mann oder wie auch immer, die hat schon 370 Kilo oder 350 Kilo, irgendwie sowas. Und das Schwierige ist einfach, die dann auch vorne genau, ich sag, in den Rahmen reinzupacken, weil wir da 1,5 cm noch Spiel haben maximal und wenn wir da falsch absetzen, dann macht's knack und dann haben wir den Salat. Also nicht nachmachen, ne? Die Schneider anrufen. Ne? Okay, Rudi, was sind die drei Regeln beim Becken selber zusammenkleben, die man beachten sollte? Ich habe heute gesehen, ganz viel mit Aceton immer die Scheiben reinigen, bevor es zusammengeklebt wird. Ich denke, das ist eine Sache. Ja, grundsätzlich, das Allerwichtigste ist einfach, wir brauchen eine gerade Unterkonstruktion. Wenn wir eine schiefe Unterkonstruktion haben, dann wird das Becken auch schief. Ne? Dann kannst du das vergessen. Also Fundamente, sehr wichtig. Da müssen wir natürlich sauber arbeiten. Silikonnähte müssen immer sauber sein. Das Silikon muss sauber sein, nicht mit fettigen Finger dran. Was ist das für ein Silikon? Aquariensilikon? Das ist Otto-Seal, genau. Otto-Seal ist ein ganz gutes Aquariumsilikon. Mhm. Da machen die auch ganz große Becken mit, ist schon ein namhafter Hersteller. Ne? Bis welche Größe kann man denn in Deutschland problemlos sich ein Becken auch zu Hause hinstellen lassen? Oder bis welche Größe würdest du jetzt anbieten im Privatbereich? Erdgeschoss macht auf jeden Fall Sinn, weil treppenmäßig geht gar nichts. Und ich sag mal, in dem Bereich ein bisschen länger, vielleicht noch einen Meter länger, aber dann war es das auch schon. Ne? Also ja. Das ist schon grenzwertig. Ne? Da muss man die Scheibe halt teilen oder wie auch immer. In einem Stück 4 Meter... Wenn es 2x15 sind, dann ist eigentlich schon Ende. Ne? Bis was für eine Metergröße bekommst du jetzt als Aquarienbauer angeboten? Also gibt es da Grenzen oder kannst du... Die großen Tafeln sind 6x3 Meter. Okay. Und aber
das verbauen ist. Das muss man erstmal handeln können. Ja, das ist kein Privater, der will sowas haben. Ja. Das ist schon grenzwertig. Und ich muss es auch nicht tragen. Ne? Wenn das Becken jetzt fertig ist, wie lange muss das Ganze denn trocknen? Und was muss man beachten beim Trocknen? Also ich denke, Wasser reinmachen direkt geht nicht. Nee, es ist je nachdem. Wir haben halt eine richtig breite Stoßfuge. Und allein die Stoßfuge braucht schon 30, 35 Tage. Das ist so ein Millimeter pro Tag, den man da berechnet an Trocknung. Also wir sind hier so 2 Monate sind hier angesetzt. Ne? So 60 Tage Trocknung. Wir haben jetzt auch die Bodenscheiben, da haben wir 1 Zentimeter Luft gelassen und so nach 30, 35 Tagen kommt dann nochmal ein Riegel darüber, der das Ganze dann nochmal versiegelt. Wenn man das jetzt von vornherein alles schon macht, dann kann das Silikon noch schlechter atmen und würde dann noch länger dauern, ne, zum Trocknen. Diese Silikonnähte in den Bodenscheiben werden dann zusätzlich nochmal mit einer Glasstrebe verstärkt. Genau, da kann man nochmal einen Glasstreifen drüber packen. Bei kleineren Becken in der Regel mache ich es nicht, aber bei größeren Becken ist das schon einfach nochmal zusätzliche Sicherheit. Was ist das denn für ein Unterbau hier drunter? Also ich nehme an, das ist betoniert. Was brauche ich für so ein Riesenbecken mit einem Gewicht von wie viel Tonnen? Ich sag mal, die statischen Vorstellungen oder die statischen Sachen in Deutschland, die sichern sich ja alle immer ab. Bei so einem Gewicht hier wie hier, dann muss man natürlich schon einen fetten Betonsockel gießen, direkt auf die Bodenplatte gehen, Fundament unten noch vernünftig, also sprechen wir hier von 4, 5, 6 Tonnen. Das kannst du nicht mal eben irgendwo hinstellen, dann bist du unglücklich. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Vielen Dank auch an Rudi, dass er mich mitgenommen hat, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man bei so einem Projekt dabei sein darf. Ich glaube, die wenigsten haben sowas schon mal gesehen, das ist nämlich schon eine Besonderheit, gerade auch in dieser Größe. Das machen ja auch nicht viele, sowas zu Hause zu verkleben. Tja, ich kann nur meinen Respekt an Rudi aussprechen, der ja für das Projekt die gesamte Verantwortung getragen hat, konstant und mit auch nicht in die Aquaristik involvierten Menschen dort zusammengearbeitet haben, die auch alle einen brutal guten Job gemacht haben. Also es war rundum ein erfolgreiches Projekt. Ich freue mich, euch hier teilhaben lassen zu dürfen und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Like gerne das Video, wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, das würde mich total freuen. Dann treibt ihr natürlich auch den Algorithmus ein bisschen an. Macht euch noch eine schöne Woche und dann sehen wir uns. Bis dann, tschö.